Herzlich willkommen, ihr Lieben, in meinem neuen Penthouse. Naja, beziehungsweise auf der Dachterrasse von meinem neuen Penthouse. Erstmal nochmal den Ausblick genießen hier. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe mir letzte Woche sehr spontan ein viertes Penthouse gekauft. Also hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich hier vier Penthäuser kaufe, hätte ich den für verrückt erklärt. Ja, aber manchmal ergeben sich die Dinge einfach und also hier konnte ich nicht anders. Ne? Dieser Ausblick, diese Lage, diese Natur drumherum, hier hinten Berge, vorne das Meer, das ist einfach einzigartig. Also da blieb mir sozusagen nichts anderes übrig. Und letztlich ist es ja auch so, was soll man Geschickteres mit seinem Geld anfangen, als auf Nordzypern zu investieren, kann ich hier nur sagen. Also ihr Lieben, ich habe schon zwei Videos gemacht hier drüber. Ich versuche euch die mal da oben zu verlinken, sonst auch in der Videobeschreibung. Das erste Video, da habe ich euch das ganze Wohnprojekt hier vorgestellt. Und in dem zweiten Video, wann war das? Vorgestern, glaube ich, habe ich euch die coolsten Garten-Apartments vorgestellt, die aus meiner Sicht jetzt noch frei sind. Also aus meiner Sicht die coolsten, die jetzt noch frei sind. Und heute, dürft ihr zweimal raten, heute stelle ich euch die geilsten Penthäuser vor. Und zwar da hinten diese ganze Reihe, die aktuell noch zu haben sind. Also hier vorne habe ich das letzte ergattert, aber eins weiter hinten gibt es noch richtig, richtig coole Penthäuser. Und weil die Nachfrage so groß war, habe ich gedacht, ich mache mal direkt noch ein Video. Also drittes Video in Folge über meine neue Wohnanlage. Ich sage immer meine Anlage, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Bevor ihr jetzt traurig seid, dass nichts mehr in der ersten Meereslinie frei ist, ihr Lieben, dafür habe ich hier auch wesentlich mehr bezahlt. Ja, das muss man ja auch immer mal sagen. Ich bin da auch ganz offen und transparent. Ich habe für dieses Penthouse hier 230.000 Pfund bezahlt und eins weiter hinten verrate ich euch nachher den Preis. Jetzt gehen wir erstmal schauen. Nee, erstmal erzähle ich euch noch, was ist denn eigentlich so besonders an dieser Anlage hier? Warum habe ich denn hier jetzt plötzlich ein viertes Objekt gekauft, obwohl ich ja schon drei habe und jetzt eigentlich gesagt habe, das reicht ja jetzt erstmal. Also das Besondere hier ist tatsächlich die Lage. Ne? Das hört ihr wahrscheinlich immer wieder beim Immobilienkauf. Lage, Lage, Lage. Und wir sind hier halt wirklich in the middle of nowhere. Also da hinten ist keine weitere Anlage zu sehen, in der anderen Richtung hier ist auch keine weitere Anlage zu sehen und nach hinten raus gibt es auch keine weiteren Anlagen Richtung Berge. Von daher hat diese Wohnanlage hier halt echt so eine Alleinstellung. Also ich sag mal, etwas weiter Richtung Girne gibt es natürlich viele und die sind auch teilweise richtig geil, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man investiert, also erstens muss man sich was aussuchen, was einem selber gefällt. Selbst wenn es nur als Invest ist. Ja? Ich finde ja immer, ich könnte niemals irgendwo kaufen, wo ich nicht selber irgendwie das Gefühl habe, finde ich total geil. Also bei mir muss es erstens für mich selber geil sein. Und zweitens muss ich halt auch wissen, dass es eine große Wertsteigerung gibt. Und diese Anlage hier, erstens steckt da ein richtig cooles Konzept dahinter, weil der Bauträger ist ein großer Bauträger. Der hat schon Dutzende von Wohnobjekten auf Nordzypern gebaut. Aktuell hat er 14 im Bau, also 14 Wohnanlagen wie diese hier. Aber das ist die einzige, die so weit draußen ist, also so weit ab vom Schuss. Ja, und vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ah, so weit ab vom Schuss, ich bin mir nicht so sicher, ob sich das so gut vermietet oder auch wieder verkaufen lässt, also als Invest. Aber heutzutage, also gerade jetzt in den letzten Jahren, wenn ihr mal so die Studien, wo es über Trends und so weiter geht, beobachtet und anschaut, da werdet ihr feststellen, die Menschen wollen immer mehr Ruhe, wollen immer mehr zurück zur Natur, wollen immer mehr tun für ihre Gesundheit. Und da ist man hier halt perfekt aufgehoben. Wie gesagt, der Bauträger hat ein besonderes Konzept. Da geht es genau um diese Dinge, back to the nature. Und es geht um Gesundheit, um Wellbeing. Er hat ganz viele Anti-Aging-Konzepte, die teilweise eben auch hier zum Tragen kommen. Das heißt, es gibt besonders organisches Essen hier im Restaurant. Es gibt natürlich Spa, Gym, Hammam und so weiter, diese ganzen Dinge. Das haben andere Anlagen auch. Aber hier steckt halt ein Konzept dahinter. Also es wird zum Beispiel einen Gesundheitstourismus geben, der auf allen Wohnprojekten oder Wohnanlagen von diesem Bauträger stattfindet. Das heißt, es wird sich halt super gut vermieten lassen und zum Beispiel auch in den Wintermonaten, was bei manchen anderen Projekten schon ein bisschen schwieriger ist. Wenn euch das interessiert, erzähle ich euch das aber gerne ganz, ganz ausführlich, auch gerne mit dem Bauträger zusammen in einem Zoom-Call. Da
packe ich euch den Link von meiner Webseite unten in die Videobeschreibung. Meldet euch bei mir und dann kriegt ihr da das komplette Konzept von uns erklärt. Also ihr Lieben, aber jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn hier noch frei und was könnte vielleicht für euch passend sein? Ja, da muss man jetzt leider einmal komplett um den Quark laufen. Jetzt wisst ihr auch, warum meine Schuhe immer so dreckig sind. So ihr Lieben, schaut mal, hier vorne entsteht gerade das Hallenbad, Gym, Sauna und so weiter. Und hier, das ist die zweite Reihe, wo wir jetzt in die Penthäuser reingehen. Da vorne die erste Reihe, die ist ja mehr oder weniger ausverkauft. Da gibt es nur noch das eine Gartenapartment hier, Nummer 91. Könnt ihr immer noch haben, habt ihr in meinem letzten Video die Infos zubekommen. Und hier gehen wir jetzt in die Penthäuser da oben rein. Also hier unten ist der Strand und vielleicht erinnert ihr euch von meinem letzten Video. Hier vorne haben wir die Nummer 17, da war noch dieses Gartenapartment frei, ist aber jetzt schon weg. Geht ja sehr schnell hier mit dem Verkauf. Und jetzt kommen wir heute ja zu den Penthäusern. So, und bei der ganzen Reihe hier, zweite Reihe, ne, hier vorne ist die erste Reihe. Das ist übrigens mein Penthouse hier oben. Also zweite Reihe, da ist bis zur letzten Station da hinten noch das meiste an Penthäusern frei. Deswegen schauen wir uns jetzt mal direkt hier in dem ersten Gebäude an, wie das denn von innen aussieht. So, Penthouse Nummer 18, welches nehmen wir? Nehmen wir mal links. Also man kommt hier rein, hier hinten kommt die Küche hin. Vom Schnitt her sind die genau so wie unten, die Gartenapartments. Hier haben wir Wohnzimmer mit diesem Ausblick. Dafür, dass es zweite Reihe ist, ist es ja wohl der Knaller. So, jetzt bin ich quasi auf dem Balkon. Hier vorne wird natürlich alles schön begrünt, ne? Das ist jetzt noch Baustelle. Hier haben wir wieder den Blick ins Schlafzimmer, also hier kommt komplettes Glas. Auch gehen wir mal direkt hier rein, also hier kann man natürlich auch reingehen, das sind Schiebetüren. Schlafzimmer mit diesem Ausblick. Kann natürlich auch Arbeitszimmer oder so sein, mir persönlich wäre das ja zu schade als Schlafzimmer hier. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, dann haben wir hier wieder Bad en Suite, was natürlich auch komplett raus kann. Ne? Ihr könntet das Schlafzimmer komplett erweitern bis hier. Hier ist der Eingang in diesen Raum. Ne? Hier ist die Tür. Könnt ihr eigentlich komplett einen großen Raum auch machen, weil hier ist direkt noch ein Badezimmer. Manchem reicht ja eins. So, hier ist Platz für Waschmaschine, Schrank und hier haben wir das andere Schlafzimmer. Also vom Aufbau sind die alle gleich. Schlafzimmer mit großem Fenster nach hinten. Und dann kommen wir von hier aus auch schon wieder ins Wohnzimmer. Also das ist 18.3, könnt ihr euch merken, ihr Lieben, 18.3. Gehen wir mal direkt noch auf die Dachterrasse. Dachterrassenzugang ist hier von außen. Also zwei Parteien teilen sich einen Dachterrassenaufgang. Im Übrigen, falls jemand was Größeres will, man kann hier auch zwei Penthäuser zusammenlegen oder auch zwei Gartenapartments zusammenlegen, wenn es mal richtig groß sein soll. Warte, wir waren links, also muss ich auch auf den passenden Dachgarten gehen. Hier hinten kommen die Solarkollektoren und das hier vorne ist alles Dachterrasse von der 18.3. Mit diesem Ausblick. Jetzt gleich mal zum Nachbarn. 18.4 ist nämlich auch noch zu haben. Könnte sogar noch geiler sein, der Ausblick von der Dachterrasse. Also 18.4.
4. Vom Aufbau gleich. Hinten kommen die Solarkollektoren und hier vorne ist eure Dachterrasse. Kommt noch eine Dusche hin, eine Küche. Könnt ihr euch einrichten, wie ihr wollt. Und hier oben, bang, dieser Ausblick. Ziehen hier ja tatsächlich mal Wolken auf. Das war ganz angenehm, darauf schwitze ich heute mal nicht so. Sieht auch bewölkt noch schön aus. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt bei dem Wind. Dann gehe ich mal direkt noch eins weiter mit euch in die 19. Das ist übrigens diese Passionfruit Wall, also die Wand hinter uns. Da werden Passionfruits angebaut. Es wird also eine grüne Wand werden. Gut, aus dem Penthouse seht ihr die eh nicht, da seid ihr ja oben drüber. Aber das ist die Wand. Gut, auf in die 19. Gehen wir mal direkt in die 19.4 auf der rechten Seite. Also vom Aufbau her sind die ja alle gleich. Deswegen gehe ich jetzt nur mit euch direkt den Ausblick genießen. Das ist der Ausblick von der 19.4. Gehen wir nochmal ins Schlafzimmer. Das ist der Ausblick aufs Schlafzimmer. Gut, dann mal weiter in die 19.3. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir die auch gleich noch mit. Ausblick von der 19.3. Das ist dieser hier. Auch nach wie vor sehr geil, finde ich. Dafür, dass es zweite Linie ist, hier noch echt einen coolen Meerblick. Na, hier vorne wird es natürlich überall noch schön gemacht. Da kommt ein schöner Gartengrünbereich hin. Ist ja klar, keine dreckige Baustelle. Und auch hier gehen wir natürlich noch mal auf die Dachterrasse. Wenn schon, denn schon. Bester Blick ist immer von ganz oben. Erst wieder 19.4, also rechte Seite. Da hinten kommen die Solarkollektoren hin, die sind dann schön versteckt. Und hier vorne, das ist alles Dachterrasse. Übrigens, falls ihr euch wundert, dass da unten mal Autos vorbeifahren. Es ist gerade Bayram dieses Wochenende. Das ist der größte Feiertag hier. Das heißt, die Einheimischen sind mal ausnahmsweise unterwegs. Und das Gleiche mit der 19.3. Das ist echt wie bei Hexen. Jetzt haben wir hier wochenlang Sonnenschein und kaum will ich euch diese Immobilie zeigen, ziehen da fette Wolken auf. Naja, aber ihr seht da hinten die Berge, die sind auch echt ganz nah. Ne? Also man kann hier so schnell in die Berge reinjoggen und danach geht man wieder im Meer schwimmen und das Ganze in einer Runde. Also von der Natur her ist es einfach ein absoluter Traum hier. Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal in die 20, wenn schon, denn schon. In der 20 ist nur noch eins frei, die Nummer 4. Und hier ist es ja mal wieder spannend, auf der Baustelle zu laufen. Gut, dass ich heute keine Flipflops an habe. Schau mal, wo ich hier wieder rumlaufe. Ich nehme gerne die Abkürzungen, ihr wisst ja. So, Penthouse 20.4. Auch noch frei. Könnt ihr sofort reservieren, bevor sie weg ist. Auch noch mit einem geilen Meerblick. Für zweite Reihe, Wahnsinn, ne? Was ihr hier noch für einen Ausblick habt. Schaut euch das an. Ja, und jetzt scheint auch nicht mal die Sonne. Ja, jetzt gehen wir hier auch noch einmal auf die Dachterrasse. Dann habt ihr aber wirklich auch das letzte Zipfelchen gesehen. Von der 20.4.
wären wir. Auch wieder mit diesem schönen Ausblick. Ja, ihr Lieben, also dieses Penthouse, wo ich jetzt hier drin stehe, 204, kriegt ihr aktuell, warte mal, heute ist der 10. Juli, kriegt ihr aktuell für 175.000 mit diesem Ausblick. Also, wir haben Innenfläche 83 Quadratmeter, die Terrasse hat 14, diese Dachterrasse hier hat insgesamt 60 und wie gesagt, der Preis 175.000 Pfund. Ja, und jetzt sage ich was ich ungerne sage, aber es ist tatsächlich so, wenn euch das interessiert, dann meldet euch schnell, also Betonung auf schnell. Mir ging es ja letzte Woche auch so, ne? Als ich dann, warte, wo ist meins, das da gesehen habe. Das letzte Penthouse hier vorne, da habe ich am gleichen Tag meine Kreditkarte gezückt und habe reserviert, weil mir war klar, das wird nicht mehr lange frei sein. Ne? Und genauso ist es halt hier oben, es sind jetzt ein paar Penthäuser hier noch frei in der zweiten Reihe. Es gibt danach noch eine dritte Reihe hier dahinter. Da könnt ihr jetzt noch nichts sehen, weil halt noch nichts steht, aber die wird es auch noch geben. Ich zeige euch, blende euch hier nochmal diesen Übersichtsplan ein. Und in der dritten Reihe kriegt ihr jetzt noch Penthäuser für 125.000. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, die haben das Projekt vor 3 Wochen hier zum Verkauf freigegeben. Und die erste Linie ist jetzt ausverkauft. Da gibt es noch ein einziges Gartenapartment. Die zweite und dritte Linie ist schon halb ausverkauft. Nach 3 Wochen. Also deswegen, auch wenn ich es ungern sage, aber es ist halt einfach so. Wenn euch das interessiert, dann geht auf meine Website. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Vereinbart mit mir einen Zoom-Call. Machen wir gerne mit dem Bauträger zusammen. Dann kriegt ihr noch diverse Infos. Ich schicke euch gerne vorab noch mal ganz viel Infos und Exposés. Könnt ihr anfragen auf meiner Website. Schreibt bitte in die Anmerkung, dass ihr euch für die Wohnanlage von meinem neuen Penthouse interessiert. Dann weiß ich Bescheid. Dann kriegt ihr davon ganz besonders viele Infos. Und ja, dann machen wir gerne einen Zoom-Call, erklären euch nochmal alles zu dem Projekt, beantworten alle Fragen, die vielleicht noch auftauchen. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, direkt reservieren. Kostet 5.000 Pfund. Dann wird das Objekt, was ihr reserviert, für 4 Wochen vom Markt genommen und der Preis ist gefixt. Also selbst wenn die dann eine Preissteigerung haben, wenn ihr, sage ich mal, nach 4 Wochen kommt, dann kriegt ihr es natürlich zu dem Preis, wo ihr reserviert habt. Wenn ihr es dann nicht nehmt, ist das Geld halt futsch, ne? Das muss man auch wissen. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr es nicht reserviert und ihr kommt nicht gleich morgen oder übermorgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch da ist, halt nicht so groß. Ich will euch da keinen Stress machen, aber ich sag's euch einfach realistisch, wie es ist. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ja, die Sonne kommt hier, glaube ich, heute nicht mehr, aber das macht auch nichts. Kriege keinen Sonnenbrand heute auf der Nase. Bleibt gesund, munter und fröhlich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald entweder im Zoom-Call oder hier auf der Sonneninsel. Bis bald, eure Chris. Jetzt runterkomme. Eieieiei. Das könnte rutschig werden. Das Kind auf der Baustelle. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mal so dreckige Schuhe habe. Aber hat doch alles gut funktioniert.